Ich eröffne heute hier in Mainz im Rathaus die zweite landesweite Demografiewoche. Das Demografieministerium hat eingeladen, und zwar Bürgerinnen und Bürger, Organisationen, Verbände, Gewerkschaften, Unternehmen, sich zu präsentieren und zu zeigen, wie sie den demografischen Wandel in ihren Lebensbereichen gestalten. Heute findet die Auftaktveranstaltung statt mit dem Themenschwerpunkt Jung und Alt, also das Miteinander der Generationen. Und es ist ganz wichtig, hier mal zu hinterfragen, welche Bedürfnisse haben eigentlich die Jungen und die Alten? Diesen Fragen wollen wir nachgehen. Ja, und wir freuen uns auf eine interessante Woche. Das Ziel der Demografiewoche ist, dass wir zeigen, wie gut aufgestellt das Land ist, wie gut aufgestellt die Vereine, Verbände, Institutionen in Rheinland-Pfalz sind, die sich mit dem Thema Demografie intensiv auseinandergesetzt haben, in den vielfältigsten Facetten sich damit beschäftigen und wir dadurch eben uns mit dem Thema Demografie auseinandersetzen und gut gewappnet für die Zukunft sind. Wir haben über 200 Veranstalter, die in über 300 Veranstaltungen genau diese Beispiele präsentieren und zeigen, wie sie den demografischen Wandel anpacken. Als Landesregierung ermutigt uns das sehr, weil es zeigt, dass wir mit unserer Demografiestrategie und auch unserer gemeinsamen Erklärung auf dem richtigen Weg sind und dass es uns so gelingt, gemeinsam den demografischen Wandel zu gestalten. In den letzten Wochen bin ich immer mal wieder gefragt worden, warum macht ihr das eigentlich noch? Ist der demografische Wandel nicht längst vom Tisch? Die Bevölkerungszahl in Rheinland-Pfalz ist im Jahr 2014 zum dritten Mal in Folge gestiegen. Und ganz aktuell in den vergangenen Wochen und Monaten ist doch der steigende Zustrom von Flüchtlingen nach Deutschland und Rheinland-Pfalz das alles beherrschende Thema. Also, warum machen wir nicht einfach mal eine Pause bei der Gestaltung des demografischen Wandels? Die klare Antwort: weil wir es uns nicht leisten können. Wir brauchen auch in Zukunft eine gute Zusammenarbeit auf allen Ebenen. Bund, Länder, Kommunen, die hier zusammenwirken, um den demografischen Wandel zu gestalten. Wir sind mit unserer Demografiestrategie da schon richtig weit voran und es braucht wirklich, dass sich jeder im Klaren darüber ist, wie er selber auch den demografischen Wandel mitgestalten kann, aus seinem Lebensbereich, aus seinem Lebensumfeld heraus. Und hier wollen wir alle einladen, mitzumachen, gemeinsam das Zusammenland Rheinland-Pfalz zu gestalten.